Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft 1.8. Ich nenne es jetzt erstmal lieber so, da ich die Version 1.8 benutze. Ich habe euch in der letzten Folge schon gesagt, warum es so ist. Ich habe ja hier diese Voxel Map und zwei weitere Mods installiert, einmal Shader Mod und einmal den Optifine und Optifine, die funktionieren beide. Habe ich beide für die Version 1.8 installiert. Das heißt, ich habe ein Downgrade gemacht. Das heißt, ich zocke das Minecraft jetzt halt über 1.8. Kommt man trotz allem in den Server rein, wo man halt Minecraft spielt. In der letzten Folge war meine Tonqualität ein bisschen miserabel, weil mein Mikrofon zu empfindlich eingestellt war. Das hatte immer so gezerrt, das war übersteuert. Und das habe ich jetzt, gut, dass ich das Video jetzt erstmal gerade selbst angeschaut habe. Ich werde dieses Video trotzdem jetzt hochladen, auch wenn das jetzt einmal daneben gegangen ist. Tut mir leid dafür, dass es in der letzten Folge so eine Tonqualität war, werde ich jetzt versuchen zu vermeiden. Unsere Bäume sind hier gerade schön gewachsen, die werden wir jetzt schön fällen. Dazu gehe ich jetzt erstmal, ich guck mal, ob ich was, ich bräuchte einfach nur ein paar Stöcke und Bruchstein. Könnte ich nämlich daraus schon mal wieder Äxte bauen, dann geht es ein bisschen schneller. Da habe ich Bruchstein, können wir mal ein bisschen was verbrauchen von. Dafür habe ich es ja geholt. Basteln wir uns jetzt mal drei Äxte. Die stecken wir mal zusammen, dann verteilen wir hier noch. Ich baue jetzt erstmal drei Stück davon. So geht das. Leider kann man Äxte nicht zusammenstecken, weil es ja auch ein Werkzeug ist. Werkzeuge kann man nicht stacken, schade aber auch. Zumindest in der Kiste, wenn man sie natürlich einen Schnellzugriff hat, ist klar. Aber ist auch wirklich Wahnsinn. Wo ist denn jetzt dieser so? Das ist, so sieht mein Steve aus. Er ist natürlich wieder doof. Wieder Grafikfehler. Aber wir schalten es ja gleich wieder in die Ich-Perspektive. Ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Steve hier kann bis zu 4 Äxte auf einmal mitnehmen. Das ist richtig, richtig krass, ne? Ich habe mir mein Video angeschaut. Das ist schon echt der Wahnsinn, was der Steve hier so alles so an Baumaterial mitschleppen kann mit sich. Da bräuchten wir im normalen Leben LKW für. Was der alles mit, alles zu Fuß mitnehmen kann, alles in der Tasche, in der Hosentasche, wohl bemerkt. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt bin ich mal wieder zurückgewechselt. Mit diesen drei Äxten, ach, jetzt habe ich Spitzhacken gebaut, Mensch. Ich wollte doch keine Spitzhacken haben. Ich brauche eine Axt. Die geht nämlich so. Zack. Ist egal, haben wir drei neue Werkzeuge. Was soll's. Stück haben wir auch noch verfügbar. Drei Stücke da rein, da drei Stück davon. Jetzt haben wir auch drei Äxte. Dann packen wir die Spitzhacken gleich mal einfach in die Truhe rein. So. Da haben wir ein bisschen Platz geschaffen für die Äxte. Damit rücken wir jetzt den Bäumen, frisch gewachsenen Bäumen an den Leib. Aber erstmal lege ich mich hin, schlafen, damit ihr wieder was sehen könnt. Gute Nacht. Hallo? Es ist Nacht, warum kann ich nicht schlafen? Mein Bett funktioniert nicht. Gute Nacht. Nächster Morgen.
Wir machen uns jetzt an die Arbeit. Tür zu. Mit nicht irgendwelche Tiere da drin sitzen hinterher. Geschweige vielleicht noch Fledermäuse. Wie ich das dann in meinem alten Let's Play gemacht habe, mache ich hier Löcher rein, damit ich weiß, wo die Standorte der Bäume war, da kommen die Bäume dann wieder hin, die neuen. Züchte mir jetzt nämlich die Bäume natürlich alle selbst. Liefern auch sehr viel Holz. Durch die schöne flache Baumkrone ist das ja auch nicht mehr so Katastrophe. Einmal Loch rein, zack. Die Bäume droppen aber sehr viel Akaziensetzlinge. Da werden wir uns dann auch demnächst noch eine Kiste hinstellen. Jetzt werde ich auf jeden Fall reichlich davon basteln, ein paar Kisten. Jetzt werde ich auch anfangen mit ein paar Doppeltruhen. Einfach mal mit einer Werkbank mal ein Loch da reingraben. So. Boah, es hört doch gar nicht auf hier. So viel Holz, ey. Aber ist ja nicht schlimm. Dass ich nicht vorher mit Akazienholz gebaut habe, das ist ja eigentlich sehr blöd von mir gewesen. Immer da ein Loch reinmachen. Da kommen dann die neue Setzlinge rein. Das ist ja das Schöne an an Bäumen, die geben nicht nur Holz, sondern auch Setzlinge, damit man sie gleich sofort wieder vermehren kann. Und so lässt man dann halt die Mutter Natur dann in Ruhe. Da klaut man nicht die Bäume aus der Mutter Natur, da können die nämlich weiter wachsen. Ohne dass jetzt ein Steve dort herkommt und die Bäume einfach wegholzt. So. Natürlich schön die Setzlinge einsammeln. Die Schattenrisse sehen auch ein bisschen aus wie ein bisschen Comic. Ich habe jetzt mein Mikrofon ziemlich näher am Mund, also hier ziemlich nah bei mir jetzt hier stehen. Deswegen hat das in der letzten Folge so, war das ein bisschen übersteuert. Habe ich jetzt im OBS jetzt auch ein bisschen leiser gestellt, die Mikrofonlautstärke. Ich nehme nicht mit einem externen Programm noch Audioprogramm auf. Das ist ja noch mehr Holz. Da muss ich mich ja jetzt noch hier hochstapeln. Echt hammerhart, ey. Autsch. Damit wir da oben an den Rest des Holzes drankommen. So. Jetzt dürfte auch der Baum jetzt verschwinden. So. Jetzt droppt der Baum auch wieder ein paar Setzlinge. Jetzt können wir gleich sofort 16 Bäume, hier das Feld mit 16 Baumsetzlingen bestücken. Hier ist auch irgendwo noch Holz versteckt. Wir nehmen natürlich alles, was Holz ist, mit. Jetzt dürfte der Baum auch nichts mehr haben an Holz. Da ist auch noch ein Baumstamm. Hängt einfach mal so in der Luft rum. In Minecraft ist alles möglich.
haben wir das auch weg. Markieren die Stelle, wo der Baum stand. Ist irgendwo noch ein Stück Holz versteckt, ne? So wie man sieht, hat man jetzt einen kompletten Stack Holz. Da lässt sich jetzt sehr viel Bauholz daraus herstellen. Das werden wir auch noch dringend notwendig, noch dringend, ist für uns noch sehr dringend notwendig. Da ich ja nicht nur hier ein Haus hinbauen möchte, ich möchte auch noch andere Sachen bauen. Da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, kommt der nächste Baum hier rein. Dann hat man schon mal ungefähr die Maße, wie groß unsere Baumfarm wird. Eins, zwei, drei, vier. So, hier ist dann die Ecke. Hier stelle ich jetzt mal eine Fackel hin. So, das ist die Ecke von der Baumfarm. Das heißt nicht direkt jetzt da, sondern vier Blöcke so diagonal. Eins. 2, 3, 4, dort kommt die Fackel hin, also einen Block weiter, da kommt die Fackel hin, die weg. Dann weiß ich nämlich dann ungefähr schon mal, wie groß unsere Baumfarm wird. So, da, die Fackel kommt auch weg. Wenn ich jetzt zu unserem Haus laufe, in Richtung unseres Hauses, 1, 2, 3, 4, hier auf der Ecke kommt dann wieder die Fackel. Jetzt müsste die Fackel genau in der gleichen, auf dem gleichen Koordinaten stehen wie die andere da hinten. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist aber korrekt. Haben wir eine Schippe? Egal, ja, da haben wir eine Schaufel. Spitzhacke meint, dann die Seite packen. Machen wir alles mal ein bisschen gerade hier. Da ist wieder ein Setzling. Auf jede Reihe setze ich immer vier Bäume und das Ganze mache ich auf vier Reihen. Auf vier Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt ein Loch rein. Ich lege jetzt auf jeden Fall schon mal die Standorte der neuen Bäume fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Freilassen und dann kommt da der Baum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schon wieder irgendwie was faul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist irgendwas faul. Nochmal 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das stimmt schon mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das stimmt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das schon mal nicht. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immer 8 Blöcke zwischen die zwei Bäume freilassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das ist schon mal ein bisschen korrekter. So, jetzt müssen wir uns noch für 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, da nicht bei 8, sondern wir werden auch gleich vier Blöcke mal nach unten graben. Das heißt, wir werden dann da, wo ab dem ersten Block der Stein anfängt, werden wir alles wegmachen. Die Steine schon mal wegmachen. Es wird schon wieder duster hier, sieht man wieder nichts. Also ab ins Bett. Gute Nacht. Der nächste Morgen ist angebrochen, da können wir jetzt weitermachen. So, dann nehme ich jetzt einmal kurz die Schaufel. Und platzieren jetzt hier noch und machen jetzt hier auch noch mal ein Loch. Pflanzloch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Löcher sind zwar nicht erforderlich, ich mache die jetzt einfach nur, das ist dann zur Markierung, wo dann halt die Bäume wachsen sollen, wo dann die Bäume gepflanzt werden sollen. Deswegen mache ich jetzt halt solche Löcher hier rein, das sind dann halt die Markierungen, wo jetzt halt die Bäume gepflanzt werden sollen. Das ist jetzt natürlich nicht notwendig, dass man jetzt hier Löcher in den Boden macht, um Bäume zu pflanzen. Man kann einfach den Baum einfach jetzt x-beliebig hier hinpflanzen und dann wächst er dann mal irgendwann mal. Zwei, drei, vier. Kommt hier die Fackel hin, so. Die dann weg. Damit markiere ich mir jetzt halt. Sorry. Damit markiere ich mir jetzt halt die. Wie groß jetzt das Gelände davon wird. So, dann grabe ich jetzt mal lieber mit der Schaufel jetzt weiter ein bisschen weiter Erde weg. Eins, zwei, drei, vier. So, vier Blöcke freilassen. Hier würde der Zaun stehen. Also würde das jetzt hier erstmal alles weggeschaufelt werden müssen. Meine Tür ist wieder offen da hinten, von meinem Haus. Wir werden gleich so eine doppelte Truhe bauen für die Erde. Jetzt gehe ich erstmal ins Haus. Bevor ich das mal mache, gucke ich kurz ins Inventar. Wir haben 27er Katzensetzlinge. Da können wir auf jeden Fall jetzt gleich unsere Baumfarm komplett mit 16 Setzlingen bestücken. Ach, die Tür war doch nicht zu offen, meine ich. Wir haben ja noch Stein und auch Stöcke. Machen wir schon mal drei Schaufeln.
Und in der nächsten Folge bauen wir dann in unserer Baumfarm weiter. Ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft 1.8.9. Ich natürlich 1.8 zock. Ich habe hier natürlich jetzt die 1.8. Ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.